1. August 4, 2020 im Gieser Parkrestaurant von Bad Ragaz. Eingeladen hat Tourismus Bad Ragaz. Hier links der Reto Wüst und natürlich ganz wichtige Personen, Betreiber vom Restaurant Judith und Matthew Zacharias. Als Festredner ist der Daniel Bühler, der Gemeindepräsident, verpflichtet worden. Und ich habe ihn vorher gefragt, was ihm das bedeutet, hier am 1. August zu Ragaz zu reden. Was ihm wichtig sei. Für mich ist wichtig, dass man den Leuten auch aufzeigen kann, auch trotz dieser Corona-Thematik, dass man wieder Zuversicht hat, dass man sieht, wie schön dass man sieht hier in Bad Ragaz, wie hoch die Lebensqualität ist und dass man die grosse Lebensqualität, die wir hier haben in Bad Ragaz, auch nutzen sollen. Wir haben in den letzten Jahren im Gemeinderat auch sehr viel dazu beiträgt und haben natürlich auch von den vorhergehenden Gemeinderäten profitieren können. Und wir haben eine extrem hohe Lebensqualität, sehr viel Angebot und wir fühlen uns sehr wohl. Bad Ragaz, international, wie hier die All Right Guys in dieser Live-Musik unterstreichen, aber natürlich eben auch ein Stück Heimat. Für Matthew Zacharias ist zum Beispiel Bad Ragaz seine Heimat geworden. Er hat den indischen Pass abgegeben, ganz bewusst abgegeben und ist Schweizer geworden. Ja, ich habe schon lange überlegt, muss ich oder nicht. Und am Schluss, vorletztes Jahr, ich bin 25 Jahre in der Schweiz, habe zwei Kinder, meine Frau ist von der Schweiz auch. Und vorletztes Jahr entschieden, dass ich bin mehr von der Schweiz lebt und ich sehe mehr als Schweiz als in Indien. Und ich sehe nicht, dass ich zurück nach Indien gehe, zurück zum Leben oder so. Und ich bleibe in der Schweiz, Family, und ich genieße da auch. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no. Ja, und der Petrus hat es gut gemeint mit dem Bad Ragaz. Fertig Regen, schönster Sonnenschein im Giessenpark, eben dort, wo die 1. August 4 stattgefunden hat. Und wo der Daniel Bühler dann zur Ansprache gekommen ist, da ist er mit warmem Applaus empfangen worden. Das Motto von meiner Ansprache lautet Dankbarkeit und Stolz. Glücklich und dankbar im Vergleich auch mit anderen Regionen dieser Welt dürfen wir heute im Giessenpark zusammen sein. Während wir in Bad Ragaz den Geburtstag der Schweiz feiern dürfen, brennt es in anderen Teilen der Welt lichterloh. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. Der Willy Richard Selig, Bundesrat von 1974 bis 1983, hat anlässlich der 1. August-Ansprache Folgendes zitiert: Jeder Schweizer soll auf sein Land stolz sein dürfen. Nationalstolz gehört auch zum Heimatgefühl. Aber wer nur an sich selber denkt, hat keinen Grund, stolz zu sein. Dem glaubt seinen Stolz keiner mehr. Wie interpretiere ich jetzt das Zitat? Unser Nationalstolz und das Heimatgefühl basieren auf dem Bundesbrief aus dem Jahr 1291, wo die wesentlichen Punkte auf 17 Ziele zusammengefasst sind. Die Eidgenossen haben schon vor 729 Jahren begriffen, dass man in einer Gemeinschaft zusammenstehen muss. Das gilt für uns auch für Gemeinschaft wie Familie, Verein oder auch Gemeinde. Die drei Grundpfeiler Freiheit, Souveränität und Neutralität, die in unserem Land einzigartig oder wo unser Land einzigartig machen, müssen wir extrem Sorge tragen. Das Miteinander ist eine Stärke der Schweiz, ist eine Stärke vom ganzen Land und ist eine Stärke auch für Bad Ragaz.
Wir dürfen uns glücklich schätzen, aber auch stolz sein, in Bad Ragaz wohnen zu dürfen. Das sollen wir heute am 1. August auch zeigen. Wir haben so viele Möglichkeiten, das Leben hier in Bad Ragaz und im ganzen Land zu genießen. Diese Lebensqualität sollen wir auch genießen, jetzt und immer. Bad Ragaz zeichnet sich eben aus durch einen hohen Lebensstandard. Über Generationen erbaut und erwirtschaftet und auch mit und dank dem Tourismus erwirtschaftet. Wir leben in Bad Ragaz in unserer Heimat, wo andere Ferien machen. Das erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit. Eigenverantwortung hat in unserem demokratischen, föderalistischen System einen hohen Stellenwert. Eigenverantwortung heisst aber auch, sich einbringen in Gemeinschaft und in Gesellschaft. In Bad Ragaz haben wir verschiedene Möglichkeiten geschaffen und es wird Ihnen weiterhin Möglichkeiten angeboten, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und zukünftig Akzent in und für Bad Ragaz zu setzen. Ich lade Sie ein, hier mitzumachen. Genießen wir jetzt zusammen den heutigen 1. August-Anlass im Zentrum dieser schönen, wunderbaren Naturkulisse mit interessanten und spannenden Gesprächen, umrahmt von tollen musikalischen Klängen und einer schmackhaften Kulinarik. In dem Sinn, geschätzte Damen und Herren, schönen Geburtstag für die Schweiz und danke vielmals für die Aufmerksamkeit. La 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 la